Dillingen am 3. Mai 2014. In der Basilika St. Peter versammeln sich Besucher aus nah und fern zur Verleihung des Europäischen St. Ulrichspreises an das internationale Netzwerk Miteinander für Europa. Neben rund 100 Gästen aus ganz Europa und vielen Dillinger Bürgern sind auch zahlreiche Vertreter des öffentlichen und kirchlichen Lebens gekommen, darunter Kurienkardinal João Brás de Avis. Zum 10. Mal wird der Preis verliehen, der sich in seinem Titel zwei Themen widmet, dem Vermächtnis des heiligen Ulrich und Europa. Unsere Stadt ist reich an Geschichte, reich an Tradition. Wir haben ja auch das Prädikat Schwäbisches Rom. Aus dieser Zeit heraus waren wir schon immer international geprägt, weltoffen und dementsprechend haben wir uns auch dem europäischen Gedanken verschrieben. Zunächst muss man feststellen und sagen, dass der heilige Ulrich im Landkreis Dillingen in Wittislingen oder in Dillingen geboren wurde. Er war Bischof in Augsburg, er war einer der dominanten Bischöfe, die das Bistum je hatte. 993 wurde er heilig gesprochen. Und 1000 Jahre später, im Jahr 1993, haben sich dann Stadt und Landkreis Dillingen entschlossen, den Ulrichspreis zu gründen. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass die damaligen Werte, die Ulrich vertreten hat, auch für unsere heutige Gesellschaft ganz, ganz wichtig sind. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören Lech Walesa, Anne-Sophie Mutter und weitere bedeutende Persönlichkeiten, deren Lebensleistung der Einheit Europas im christlichen Geist Impulse gegeben hat. 2014 sollte nun zum ersten Mal keine Einzelperson, sondern eine Gemeinschaft den Preis erhalten. Miteinander für Europa ist ein Netzwerk von 300 christlichen Bewegungen und Gemeinschaften. Es ist grenz- und konfessionsübergreifend. Neben internationalen Treffen wie 2004 und 2007 in Stuttgart lebt das Miteinander aus einer Vielzahl lokaler Initiativen und Beziehungen. Sein Ziel, christliches Leben in die Gesellschaft zu tragen, in Familie, Stadt und Land. Wenn man sich den Grundgedanken anschaut bei uns in der Stiftung und sich die Ziele anschaut, die das Netzwerk Miteinander für Europa in sich hat, dann sieht man, das ist nahezu deckungsgleich. Das heißt, die beiden Zielsetzungen sind identisch. Und ich glaube, da haben sich zwei Partner gefunden, die sehr gut zueinander passen. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass das Netzwerk Miteinander für Europa den Ulrichspreis angenommen hat. Und ich glaube, wir haben ja einen sehr, sehr würdigen Preisträger gefunden. Ein ökumenischer Gottesdienst, zelebriert von Bischof Konrad Starsa, Regionalbischof Michael Grabow und Kardinal Avis, bildete den Rahmen der feierlichen Verleihung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nachdem wir schon verschiedentlich die Gelegenheit hatten, einander persönlich zu begrüßen, möchte ich Sie zu Beginn des ökumenischen Gottesdienstes mit der Preisverleihung an das Netzwerk für Europa noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. Europa im Sinne seiner christlichen Wurzeln eine Seele zu geben, sollen damit gewürdigt werden. Die Stadt, das ist der Ort, wo Menschen in einem geordneten Miteinander zusammenleben. Die Stadt mag aber auch ein Bild für die christliche Ökumene und nicht zuletzt für das christliche Europa gerade in diesen unseren Zeiten sein. Zu ihrem eigenen, aber auch zu aller anderen Wohlergehen und Heil gereicht es ihnen, den Auftrag des Propheten Jeremia zu beherzigen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Du Gott des Lebens, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du willst, dass alle Menschen in Frieden und Freiheit leben können.
Wir danken dir für alle, die miteinander für Europa beten und deine frohe Botschaft in die Welt tragen. Für all das danken wir dir und bitten dich, dass du uns auch jetzt in diesem Gottesdienst Weisung gibst, zu hören, zu beten und zu handeln. Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Amen. Das vereinte Europa ist noch nicht fertig. Es ist noch im Entstehen, und immer, wenn eine große Idee umgesetzt wird, gibt es Reibungsflächen. Deshalb ist es außerordentlich verdienstvoll, wenn eine Institution allen Formen der Europamüdigkeit mit Eigeninitiative und mit viel, viel Engagement begegnet. Das internationale Netzwerk Miteinander für Europa hat sich in dieser Hinsicht auf ganz hervorragende Weise profiliert. Denn dieses Netzwerk sieht ein ganz wesentliches Ziel im Bau von Brücken der Verständigung, im Bau von Brücken der Verständigung und des Verstehens über alle Grenzen hinweg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die ökumenische Initiative Miteinander für Europa hat sich mit ihren Aktivitäten in den 15 Jahren ihres Bestehens schon deshalb den Respekt weiter Bevölkerungskreise gesichert, weil sie das Miteinander nicht nur auf dem Papier stehen hat, sondern weil sie das Miteinander lebt, weil sie das Miteinander ernst nimmt. Christliche Bewegungen und Gemeinschaften aus allen Teilen Europas gehören ihr an. Katholische, evangelisch-lutherische, anglikanische, evangelisch-reformierte und orthodoxe Christen und auch Mitglieder von Freikirchen und von neuen Gemeinden fühlen sich in dieser Initiative dem gemeinsamen Ziel verpflichtet, die christlichen Wurzeln in einem vereinten Europa zu sichern und zu verteidigen. Und das ist ein Einsatz von hoher, leider von hoher Aktualität. Die Verleihung des Europäischen St. Ulrichspreises an das Netzwerk Miteinander für Europa ist, wie wir meinen, ein neuer Beleg für die grundsätzliche Orientierung unseres Landkreises und der Stadt an der Geschichte, an christlich-abendländischen Werten. Hier soll auf festliche Weise der Wille zur Ökumene und zu einem Europa ohne Grenzen zum Ausdruck kommen. Und hier soll auch der Geist der Weltoffenheit deutlich werden, der für uns alle, die wir Toleranz üben, so wichtig ist. Der Vorstand der Europäischen St. Ulrich Stiftung war sich darin einig, den St. Ulrichspreis im Jahre 2014 einer Institution zu verleihen, die sich für die Idee der Einheit Europas im christlich-abendländischen Sinne und im Geist des heiligen Ulrich einsetzt. Ich verlese jetzt den Text der Urkunde. Das Engagement des internationalen Netzwerks Miteinander für Europa wird geleitet von einem Bild der Einheit in versöhnter Vielfalt. Die christlichen Gemeinschaften und Bewegungen wollen die konfessionellen und nationalen Identitäten nicht nivellieren. Sie sind doch gemeinsam dem Schatz des christlichen Erbes Europas verpflichtet, das es zu wahren und zu fördern gilt. Mit Schritten der Versöhnung und Befreundung über die verschiedensten Grenzen hinweg bauen sie Brücken in Europa. So ist eine Bewegung der Hoffnung entstanden, die vom Geist des Evangeliums inspiriert ist und in ganz Europa Menschen zum Einsatz für unsere Gesellschaft motiviert. In Würdigung der besonderen Verdienste verleiht die Europäische St. Ulrich Stiftung an das aus 300 christlichen Bewegungen bestehende internationale Netzwerk Miteinander für Europa den Europäischen St. Ulrichspreis 2014. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Oggi mi trovo in questa bellissima città di Dillingen. Heute also nun bin ich in Ihre wunderbare Stadt und in diese beeindruckende Basilika gekommen, um aus Anlass der diesjährigen Preisverleihung an die Freunde des internationalen Netzwerkes Miteinander für Europa mein Wort an Sie alle zu richten. Europa eine Seele geben. Das sind die eindringlichen Worte des ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Und sie umschreiben die Sehnsucht vieler Christen, sich als Volk Gottes neu um ihren wahren Souverän zu sammeln und also Zeugnis zu geben von dem dreifaltigen Gott in ihrer Mitte. Ein Gott, der alle Unterschiede in sich aufnimmt. Im Licht der Zusage der Gegenwart Jesu bei Matthäus ist diese Mitte also kein weltanschauliches oder ideologisches Programm. Vielmehr ist diese Mitte eine Person, die jede Verschiedenheit an sich zum Austrag bringt und fruchtbar werden lässt. Die Mitte ist Christus selbst, der jedes Gemeinwesen oder schließlich die aktuelle Metapher des gemeinsamen Hauses Europa in die Zusage des Apostels Paulus im Epheserbrief verwandelt. Ihr aber seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wenn aber Christus die Mitte ist, Ursprung und Ziel des politischen und gesellschaftlichen Handelns der Christen in Europa und weltweit, dann muss sich diese Mitte öffnen, auf den Rand, die Ränder, auf jene von Papst Franziskus zu Recht sogenannten existenziellen Peripherien. Denn unser Gott, der unterscheidend christliche, also der menschgewordene, buchstäblich heruntergekommene, randständige Gott, ist gewissermaßen ein Gott mit Migrationshintergrund. In dieser Eigenschaft zeigt sich die Solidarität dieses Gottes mit den Menschen. Er zeigt und bezeugt eine Solidarität des Ewigen mit der Zeit. Darin gründet die Dynamik, aus der sich der gemeinsame Weg des Miteinander für Europa speist. Die Bereitschaft, Christus nachzufolgen und das neue, befreiende Gebot seiner Liebe zu leben. Als Wirklichkeit einer Liebe, die gegenseitig wird und dadurch Räume der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen eröffnet. Aus diesen Räumen gelebter Gegenseitigkeit entsteht die Wirklichkeit der neuen Stadt, der Stadt Gottes. Sie lässt sich auch beschreiben als Arrival City, eine Stadt der Ankunft Gottes in den Städten der Menschen. Sie wird in der Offenbarung des Johannes zur leuchtenden Verheißung. Da heißt es: Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel. So scheint mir, dass das Miteinander für Europa eine der nachhaltigsten Antworten auf diese Sehnsüchte und Suchbewegungen in den Städten unserer späten Moderne ist. Und also diese Initiative hier und heute völlig zu Recht mit dem renommierten europäischen St. Ulrichspreis geehrt wird. Für mich ist diese Auszeichnung zudem auch eine erneute Einladung und Ermutigung an uns alle, der großen Sehnsucht unseres Gottes treu zu bleiben. Ut omnis unum sint, dass alle eins seien. Ich danke Ihnen, euch Schwestern und Brüder, dass Sie mir so freundlich zugehört haben. Im Namen des Leitungskomitees der Gemeinschaften und Bewegungen von Miteinander für Europa darf ich mich ganz herzlich beim Vorstand der Europäischen St. Ulrich Stiftung, insbesondere bei Ihnen, Herr Landrat Schnell und Herr Oberbürgermeister Kunz, für diese Auszeichnung bedanken. Als wir die Mitteilung vom Empfang dieses bedeutenden Preises vernommen haben, da waren wir zunächst wirklich überrascht und natürlich voller Freude, verbunden mit einem gehörigen Respekt über diesen Preis. Sie ahnen sicherlich, in welcher Hochachtung wir diesen Preis entgegengenommen haben, den vor uns so bedeutende europäische Persönlichkeiten empfangen haben. Die Einheit ist miteinander für Europa in die Wiege gelegt. Direkt im Anschluss an die Feierlichkeiten
zur gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung zwischen der katholischen Kirche und dem lutherischen Weltbund am 31. Oktober 1999 in Augsburg ist das Miteinander für Europa entstanden. Dort haben sich Verantwortliche aus katholischen und evangelischen Bewegungen getroffen in Ottmaring. Und das war der Startpunkt für dieses Miteinander. Wir wurden Schritte der Versöhnung geführt. Schritte der Versöhnung, die eine tiefe Einheit möglich gemacht haben. Eine Einheit, die wir uns vor 15 Jahren so nicht vorstellen konnten. Der Heilige Geist hat uns dazu geführt, Grenzen zu überwinden. Konfessionelle Grenzen, nationale Grenzen, kulturelle und spirituelle. Reichtum entdecken war eines der Schlüsselthemen, die uns in die Wiege gelegt wurden. Dabei geht es nicht um den finanziellen, sondern um den spirituellen und den kulturellen Reichtum. Miteinander für Europa hat gelernt, die Andersartigkeit nicht mit Angst zu betrachten oder negativ zu bewerten, sondern als einen Reichtum zu entdecken. Und ich denke, damit sind wir auch in einem Bild, das nicht nur für die Kirchen, sondern auch für ein Europa stehen kann. Nicht zu nivellieren, sondern einander in dieser je eigenen Identität zu erkennen und so miteinander unterwegs zu sein. Unter uns lebt auch eine Leidenschaft für die nächsten Schritte. Noch sehnen wir uns nach der vollständigen und sichtbaren Einheit der Kirche. Und wir wollen dafür arbeiten und beten. Weil das Gebet Jesu um die Einheit in unser Herzen gefallen ist und weil wir erfahren haben, Einheit ist möglich. Wir erfahren sie unter uns durch das gelebte Bündnis der gegenseitigen Liebe. Und in einer Zeit, in der Europa in der Krise ist, Nationalismen und Egoismen neu aufflammen, wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass Europa seine Vielfalt als Reichtum entdeckt. Denn im Miteinander liegt die Zukunft Europas nicht in der Abgrenzung. Von Anfang an hat uns ein Wort mitgeleitet, das Johann Sebastian Bach immer unter seine Lieder geschrieben hat, und dass wir auch, wenn wir in diese Kirche hereinkommen, sehen, Soli Deo Gloria. Alles zur Ehre Gottes. Vielen Dank. Suscita in tutti noi quel grande rispetto fraterno che permetta, anzi, porti la tua presenza spirituale in mezzo a noi. Accorde-nous la sagesse qui convient pour nous enrichir de la diversité des dons que tu prodigues à chacune et à chacun. Jesus Christus lädt uns alle ein, hinter ihm her den Pilgerweg des Friedens und der Liebe zu gehen, damit wir Zeichen der Liebe setzen, ja, selbst zum Zeichen werden. Europa braucht dieses Zeichen, damit wir Hoffnung, Atem haben für den Weg des wachsenden Miteinanders. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Das gewähre euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Ich habe Hoffnung für Europa und auch wenn im Moment gerade die politische Stimmung ein bisschen anders ist, wir haben Hoffnung und wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dieses Europa zu fördern. Ich hoffe auch, dass viele junge Leute sich uns anschließen. Für die ist es so selbstverständlich, dieses Europa. Und sie müssen merken, das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir nicht aktiv dafür eintreten, dann kann uns das ganz schnell auch zwischen den Fingern zerrennen. Europa eine Seele geben ist natürlich in der ganzen Wirtschafts- und Euro-Diskussion ein völlig anderes Thema, entspricht aber einer ganz tiefen Sehnsucht. Aber die Frage ist ja, wie denn, wie macht man denn das? Und ich glaube, da können wir voneinander lernen, auch von diesen Erfahrungen, die Miteinander für Europa jetzt schon gemacht hat. Liebe Schwan, wie war das heute für dich? Also ich muss sagen, wir sind deshalb per Du, weil wir uns aus Studienzeiten kennen und dann Jahre nicht mehr gesehen haben. Aber wir haben uns wiedererkannt. Mi sembra di essere un Dillinger, eh? Es scheint mir, dass ich ein Dillinger geworden bin. Se voi permettete, io voglio adesso continuare come un membro vostro. Und wenn ihr mir gestattet, dann möchte ich Mitglied von Gemeinsam für Europa werden. Wir erhoffen uns zwei Dinge. Zum einen, dass wir unsere eigenen Leute, also die Menschen in unserer Region, sensibilisieren für diesen Europagedanken. Dass wir immer wieder darauf aufmerksam machen, welche Geschichte wir Stadt und Landkreis Dillingen haben, welche wertvolle Geschichte, auf die es aufzubauen gilt, und dann auch die Schlüsse daraus zu ziehen. Und die können nur sein, ein friedliches und geeintes Europa. Und zum Zweiten hoffen wir natürlich, dass der Impuls, den wir heute setzen wollen, über den Landkreis Dillingen hinausgeht und viele, viele Multiplikatoren sich dann für dieses Europa auch einsetzen. Dillingen, da poco di storia che ho conosciuto, è già una società che adesso ha, diciamo, tanto benessere, no? Ha una storia molto ricca di vita di chiesa e anche di fede, però bisogna adesso non perdere questo patrimonio e poter, diciamo, far venire fuori questa ospitalità, questa apertura verso l'Europa, questa apertura. Fare che questo duri e che questo cresca, perché sarà un servizio di Dillingen anche a tutta l'Europa.